Hallo Leute und schön, dass ihr wieder hier mit dabei seid beim Minecraft. Gut. Ja, letzte Folge haben wir ein paar Sachen gemacht. Wir wollten ja eigentlich unten das Dings ändern, glaube ich. Schon lange her. Ich muss jetzt mal gucken. Das hier habe ich abgebaut und habe ich rübergesetzt. Das war das. Und hier. Was macht der hier? Mit dem Block, oder? Okay, keine Ahnung. Egal. Ja, doch der sollte hier hin. Oder? Na, egal. Was machst du hier, Junge? Ja, alles kaputt. Wir brauchen Stein. Machen das mal zu, ja. So. Haben wir da noch was drin, was wir brauchen könnten? Naja, die Pipes nehmen wir mit, Redstone und das nehmen wir auch mit. Das können wir dann hier oben reinsortieren. Energie, Dingsbums, passt auch, das auch. Da kommen wir raus hier. Gut, da ist ja unser Wither-Spawner, das funktioniert. Wir haben den Schacht noch immer nicht zugemacht. Okay. Ich muss mal selbst ein bisschen Update kriegen, was ich so gemacht habe in letzter Zeit und was nicht. Gut, die laufen. Deswegen, weil ich hier unten das an ist. Jetzt werden wir das aber umbauen. Denn wir werden uns jetzt mehr in Home 2 aufhalten. Deswegen mal jetzt bei den Bienen. Hier das ME-System klauen. Und genauso. Dann brauche ich noch diese Karte hier, weil die muss ja neu konfiguriert werden. Gehen wir Home 2. Weil hier hinten habe ich zum Beispiel Dings aufgebaut. Oh, ein Creeper. Verschwinde, lass mich in Frieden, Junge. Stirb. Hier habe ich ja das Fusion Craften von Draconic Evolution aufgestellt. Hier ist so mit dem Raum rein. Und hier drüben hätte ich dann ja gerne Blood Magic. Und deswegen bauen wir uns hier mal das ganze ME auf. Mal gucken, so circa Mitte hier. Das wäre dann hier den Crafting Gott. Ich glaube, die Karte kann ich rechtsklick leeren, oder? Oder einfach hier neu draufklicken. Ist das die Koordinate? Hm. Wo ist jetzt da? Kann man da nicht kitten das? So, Netzwerkkarte. Oder muss ich die neu craften? Achso, nee, stimmt schon, passt schon. Die Koordinaten stimmen noch nicht überein. Bin dumm. Passt schon, passt schon. Hat sich erledigt. Dann gehen wir nach Hause. Tun die hier unten rein. Und jetzt haben wir mal gucken, wie viel FT zieht. Und was, 400 Blöcke? Gucken wir mal. Ja, 1200 Verbrauch, als das geht. Auf alle Fälle haben wir jetzt drüben das. Dann Blood Magic. Hier habe ich. Okay, das ist ein anderer Mod, den brauchen wir jetzt mal nicht. Ich habe Blood Magic hier so ein paar Sachen schon gekraftet, weil ich rumgetestet habe. Weil ich wissen wollte, wie man diesen Demonic Will kriegt. Das passt ja hier. Habe ich dann verstanden, wie man es bekommt. Werde ich dann auch nochmal zeigen. Hat ein bisschen gedauert, ich habe es einfach rausgefunden. Ich habe nicht gegoogelt, sondern so wie ich verstanden habe, braucht man die Dinger mal. Und ein Schwert. Und Mobs natürlich auch. Ich weiß gar nicht, geht das jetzt auch bei freundlichen Mobs? Die Schafe und so etwas? Das habe ich zwar noch nicht getestet, aber wir werden es jetzt testen. Zwar, wenn man mit den Scheiß da rechtlich drauf macht, kriegt das. Wie irgendwie so eine Art Schaden. Okay, bei denen funktioniert das irgendwie nicht. Kommen normal so irgendwelche Blubberblasen und sobald die Blubberblasen kommen, kann man das Mob töten und dann bekommt man das Teil hier. Das hier. Lass mal gucken. Jetzt fürs Erste haben wir keine Mobs hier. Die brauchen wir auch nicht.
Wir gehen mal rüber zu um 2. Blood Magic habe ich gesagt, möchte ich hier reinklatschen, weil das wird ein bisschen größerer Altar. Das heißt, da brauchen wir ein bisschen Baumaterial. Jetzt brauche ich hier wieder die Mitte. Nein, eins weiter links. Hier ist die Mitte, würde ich mal behaupten, oder? Glaube mal. Kurz gucken. Ja, schaut mir so aus. So, dann ist der Altar. Ja, wie hoch ist denn der? Das ist 6 Blöcke hoch, gell? Ja. 5, 6. Mal so setzen ist er gleich hoch, oder? Nur eins höher, oder? Nicht dumm. Na komm. Wir sind hier 112. 112, also gleich hoch. Gut, das heißt hier oben, anstelle von denen da, kommt unser Altar hin. Es ist halt jetzt ein bisschen komisch. Es ist alles ein bisschen anders, als ich es gewohnt bin, muss ich ehrlich sagen. Ich bin das Ganze komplett anders gewohnt gewesen. Wo ich das gemacht habe, war das Ganze noch anders aufgebaut, das Ganze Plot Magic. Und deswegen seid mir nicht böse, wenn ich ein paar Sachen falsch mache. Weil ich möchte jetzt auch nicht unbedingt Tutorials dazu anschauen, weil ich möchte es einfach testen. So, dann hat man dieses Dings und mit dem kann man hier hinstellen und sich selbst verletzen. Und dann kriegt man hier Blut rein, genau. Natürlich muss man da aufpassen. Was, sonst stirbt man. Perfekt, das funktioniert noch ganz das gleiche jetzt. Den habe ich mir gebaut, weil ich dachte, vielleicht kann ich mit denen irgendwas herstellen. Brauchen wir aber nicht. Wir haben wohl hier so ein Büchlein, wo wir ein bisschen reinschauen können. Aber brauche ich jetzt mal dann nicht wirklich. Vielleicht dann offline auch mal durchlesen, ob irgendwas Interessantes drin steht. Wir brauchen ein Division Sigil und das ist, ich glaube, Redstone gewesen. Ich hoffe, dass das so funktioniert noch. Ich weiß ja gar nicht. Was noch reintun? Woran weiß man, dass der was macht? Gar nicht, oder? Wo haben wir das? Division Sigil ist Blank Slate. Redstone? Blank Slate ergibt das. Blank Slate ist Stein. Okay, da muss ich gucken. Das ist anders. Habe ich falsch verstanden? Ist aber natürlich das Problem. Ich brauche nur eins. So. Genau, wenn der Blubberbläschen kommt, dann macht er was. Natürlich dann die Frage, wie das weitergeht. Ihr sagt, seid mir nicht böse, wenn ich keine Ahnung habe, wie das Ganze funktioniert, weil eben alles anders funktioniert, als ich gewohnt bin. Aber wir werden es schon mal. So, wir brauchen Alchemical Airway. Was ist das wieder für ein Gedöns, ist das wieder eine Maschine oder? Das ist hier. Irgendeine Asche. Ach so, okay, warten. Ich glaube, das weiß ich, wie das. Das ist jetzt ja dieser Hellfisch-Dingsbums-Gedöns. Und da brauche ich dann noch so ein Bone Meal. Okay, das kriegen wir zusammen. Wir brauchen aber noch ein von diesen Dingern, mit denen wir das craften können. Dafür brauche ich jetzt mal den Pikinator. Ich muss was fressen, damit ich wieder Leben bekomme. Und jetzt bräuchte ich irgendeinen Mob, dass ich töten kann. Haben wir natürlich jetzt nichts da, weil Tag ist. Aber wir könnten nach Hause gehen. Uns etwas spawnen unten. Was spawnen wir hier überhaupt? Endermänner, okay, geht auch. Den Grinder hier oben deaktivieren. Dazu brauchen wir ein Lever. Machen wir uns einfach ein, wenn wir keinen haben. Zack. Und den aktivieren. Oh. Und dann müssen wir rein theoretisch. Okay, das geht mit Enderman nicht. Scheiße. Geh mal raus hier lieber. Tötet es. Haben wir sonst noch irgendwas? Blazes. Blazes ist halt auch so eine Sache. Dafür habe ich zu wenig Leben. Echt alles scheiße hier oder was ist los? Was haben wir hier? Gar nichts. Wir wollen irgendeinen Mob kriegen. Wir haben Nacht. Wir haben Nacht, also raus.
Cool. Aber da brauche ich wahrscheinlich noch ein paar von denen hier. Entschuldigung, meine Stimme. Und jetzt brauchen wir einen Mob. Finde es wieder interessant, dass ich das ist so schön. Interessant. Brauchen wir einen Mob. Na komm, spawnt doch endlich. Am besten sind Zombies. Creeper ist nicht so gut. Aber Zombie geht. So, und den kann man jetzt hier mit abschießen. Bis er Blubberblasen hat. So, jetzt hat er Blubberblasen. Wenn ich ihn jetzt töte, bekomme ich hier so ein Teil raus. Hier, das. Demonic Will. So, das müsste ja eindeutig beim Creeper auch gehen. Der blubbert schon. Muss man natürlich aufpassen. Ist ja nicht vorher explodiert. Ich glaube, dann gibt es nichts. Aber ich bin Creeper auch bekommen. Gut, was ist denn da? 2,3, 2,5. Gut, das hat auch noch irgendwas zu sagen. Was genau weiß ich noch immer nicht, aber. Blubber, Junge, Blubber! Du hast den Blubber! Ich könnte eigentlich das andere Schwert nehmen von Draconic Evolution, aber habe ich. Gut, 3 Stück, 0,6. So, dann gehen wir mal rüber. Und gucken mal. Wir brauchen ja diese komische Asche. Da brauchen wir diesen Ding da. Ich würde es einfach dessen. Und da man jetzt gewisse Sachen reintun. Wenn wir jetzt mal gucken. Division Sigil da. Brauchen wir Redstone. Mit dieser Asche. Und die Asche kriegen wir. Glowstone, Bone Meal, Gunpowder. Glowstone. Gunpowder hätte ich jetzt gehabt. Bone Meal. Gunpowder. Und noch irgendwas war. Da ist die Asche. Kohle. Ich hoffe, dass das so geht. Das heißt, so und so. Genau. Und er macht jetzt irgendwas. Eine Asche. Verbraucht er jetzt irgendwas oder geht das jetzt endlich? 23? Okay, es geht. Dann können wir hier eigentlich eine Conduit nehmen. Chest. Ja, komm. So. Der Item Pipe. Das einfach rauspumpen. Ach Gott, das ist ja wieder ein Nachfüllen da. Extract. Always active. Und hier. Insert. Mal gucken, was rauskommt. Gerne im Dreck raus. Das ist natürlich nicht gut. Das heißt, bräuchten hier einen Filter. Haben wir sogar noch einen. Mal den löschen. So, sicher, sicher. Und sagen hier drin. Den Filter und nur Asche rausziehen. Always active und tada, er zieht nur die Asche raus. Perfekt. Okay, wie ich sehe. Die Asche kann ich jetzt, so viel ich weiß, auf dem Rest hier am Boden machen. Ah, okay, da brauche ich gar nicht so viel. Also, Vektor, die kann man immer wieder verwenden. Na gut, jetzt haben wir sie. Achso, 19, ja, okay. Und. Wie geht denn das größer machen? Ne, da muss ich jetzt die Items reinlegen, oder? Nur Redstone und den da, glaube ich. Genau. So ist das. Und dann kommt da so eine Animation. Das habe ich mal im Video gesehen. Deswegen weiß ich das jetzt so grob. Tada, und damals. Wir haben 0 LP. Hier drin haben wir. 200. Kann. Aha, man sieht ja rechts unten bei Ingame-Info habe ich jetzt Current LP und Orb-Tier. Ich dachte, das bezieht sich dann auf private Netzwerk. Das passt auch. Dachte, man sieht das vielleicht auch. Okay. Dann halt nicht. Müssen wir halt so machen. Aber man sieht, ein paar Sachen habe ich schon herausgefunden. So, dann Stein. Die Frage, wie viel braucht ein Stein, um
Du ein Dingstein zu werden. Wo ist denn das angegeben? Da. 1000 LP. Wenn wir hier nur 200 drin haben, kann das nicht funktionieren. Einmal bekommen wir 200. So, das heißt, jetzt müssen wir rein theoretisch 1600. Das heißt, wir können einen machen. Ist halt schwierig. Wie könnte man das am besten machen? Können hier eine Mobfarm hinbauen? War jetzt gerade für was das Sigil gebaut. Also genau, für die Runen brauche ich ja auch das Sigil. Wir brauchen mal ein Orb. Da brauchen wir wahrscheinlich mal den ersten. Der ist einfach ein Diamant. Okay. Das kriegen wir noch hin. Zack. Der braucht 2000, wie ich gesehen habe. Wir haben noch 1200. Bedeutet, wir müssen jetzt ein bisschen aufladen. So. 2000, genau. Zack. Gut, dann würde ich sagen, das war's für die Folge. In der nächsten Folge schauen wir mal weiter, wie das vorangeht. Und bleibt dran. Macht's gut. Tschüss, Leute.